Ja, Microsoft bzw. die Xbox-Sparte hat darauf reagiert, auf den Sony Showcase bzw. auf die PlayStation 5 Pro Vorbestellungen. Und wie genau, das sehen wir uns jetzt mal an. Ja, da war nochmal ein kleiner Trailer zu sehen von den Spielen, die PlayStation 5 Pro quasi enhanced sind. Und ja, ich möchte, bevor wir jetzt gleich mal auf den Xbox Showcase quasi zu sprechen kommen, möchte ich nochmal ein kleines Fazit geben. Ihr habt euch ja zahlreich beteiligt an meinem Video, beziehungsweise zahlreiche Kommentare geschrieben, was ich sehr, sehr begrüße. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich selber habe mehrere Nächte mittlerweile drüber geschlafen und habe mir überlegt, ja, hole ich mir jetzt die PlayStation 5 Pro oder lasse ich es bleiben? Wie gesagt, es gab viel, was dafür gesprochen hat, aber auch einiges, was dagegen gesprochen hat. Letzten Endes muss ich, um das vielleicht mal abzukürzen, muss ich leider sagen, oder das heißt leider, ich werde mir die PlayStation 5 Pro kaufen, beziehungsweise ich habe sie jetzt schon mir vorbestellt am letzten, wann war es? Donnerstag, genau. Ja, und ich habe auch schon die Bestellbestätigung bekommen, also das ist in trockenen Tüchern. Ich kann es natürlich immer noch stornieren, aber ich denke mal, ich werde es jetzt einfach dabei belassen. Ich habe, das habe ich auch schon in den Kommentaren geschrieben, mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, wie kann ich so meine alte PlayStation 5, wie kann ich sie am besten verkaufen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, wo ich ganz gut Geld machen könnte noch, und zwar wie zum Beispiel eBay, denke ich mal. Aber ich habe mich dann doch für den Weg entschieden, dass ich es über den GameStop verkaufe. Erstmal, ich kenne die Jungs dort. Klar kriege ich da nicht den besten Preis, aber es ist halt unkomplizierter. Auf eBay sind doch einige Idioten da, die sagen, ey, das Paket ist nie gekommen. Ich habe ziemlich viel Erfahrung mit eBay die letzten Jahre gemacht und die waren nicht alle positiv. Es gab auch nette und gute Leute da, aber leider sind da viele schwarze Schafe und ich werde sie da verkaufen. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe in den Kommentaren echt recht gehabt. Sony ist halt geldgeil und ist wahrscheinlich nicht so unbedingt notwendig. Ihr müsst wissen, ich bin jemand, der, ich mag Hardware sehr gerne und jetzt nicht über den Controller und so, auch, aber mir geht es halt so, neue Konsole auspacken, das ist für mich immer ein geiles Feeling, da habe ich immer Bock drauf und so. Und die dann noch anschließend gucken, was hat sich verbessert. Ja, und deswegen, ich war einfach scharf drauf. Und ich habe ja vor einigen Wochen, ihr habt es vielleicht gesehen, auch ein Video gemacht über die Handheld-Konsole und zwar hier, wie heißt der denn nochmal? Und zwar über. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja, Rock Alley, ja, ich musste nachgucken, weil ich lange nicht mehr damit gezockt habe. Dafür werde ich auch nochmal, ich denke mal, so um die 350, 400 € bekommen. So, dass ich dann mit den 280, ja, brauche ich noch ein paar Spiele noch verkaufen und komme denn, ohne dass ich jetzt an mein handverdientes Erspartes reingehen muss, auf das Geld, um mir halt die Pro zu kaufen. Genau, also wie gesagt, alle diejenigen, die jetzt kritisch sehen, ja, ihr habt recht. Ihr habt absolut recht und ich sehe es genauso. Aber ja, der Reiz ist bei mir jetzt einfach zu groß, da jetzt mal zuzuschlagen. Ich habe einfach Bock auf neue Konsole und ich habe euch auch schon erzählt, die PlayStation 5 Pro, die PlayStation 5, die ich gerade hier habe, die hat halt ein Fieber-Geräusch und das kriegt seit auch nicht weg irgendwie. Da kann ich machen, was ich will. Und ich hoffe einfach, dass die Pro das nicht hat. Wenn nicht, dann schicke ich sie gleich wieder zurück, weil da lasse ich mich auf, bei dem Preis lasse ich mich auf nichts ein. Ja, das erstmal dazu. Das war ein kleines Fazit, aber wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der keinen Bock drauf hat, beziehungsweise das auch nicht einsieht, da Sony noch mehr Geld in Rachen zu stecken. Aber mein Gott, das sind alles große Konzerne, ganz egal, ob Microsoft, Sony oder auch Nintendo, irgendwie im Grunde genommen wollen die alle nur unser Geld. Und ja, wer so doof ist wie ich, der kauft sich das halt. Aber ich habe euch ja gesagt, meine Gründe, und ja, nehmt es wie es ist oder lasst es halt bleiben. Billiger wird es nicht, glaube ich nicht, dass sie irgendwann mal günstiger wird. Naja, klar, vielleicht in 10 Jahren auf dem Gebrauchtmarkt, okay, aber so lange möchte ich nicht warten. Bis dahin ist schon die 6 draußen, beziehungsweise die neue Xbox-Konsole, auf die ich mich natürlich auch freue. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zum Showcase sagen, der ja nun auch war in dieser letzten Woche, genau. Also, ja, die Woche ist ja nicht um, die ist ja heute erst um. Aber ja, ich fand es okay. Ich finde es auch. Ich waren jetzt nicht so die geilsten Spiele, also zum Beispiel Legacy of Kain, wo ja sicherlich oder einige von euch große Fans von seid. Ich habe da nie große Berührungspunkte gehabt, ich habe beziehungsweise das Spiel nie gespielt. Ich wusste von der Existenz dieser Spielereihe, aber ich habe es nie gezockt und ja, ich freue mich für euch, also für alle Liebhaber von diesem Spiel beziehungsweise Spielreihe, glaube ich, sind 2 Teile. Und das Remake sah okay aus, fand ich so von der Grafik her vielleicht das Beste, was man machen kann, noch aus diesem Spiel, aus dieser alten Spielreihe herauszuholen. Also sonst müsste man wahrscheinlich das komplette neu nochmal machen.
Vielleicht mal im dritten Teil oder so. Egal, ich habe mich ein bisschen gewundert, weil es kam ja jetzt auch eine Ankündigung für die Blaze Evercade. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe die auch mal hier gehabt. Da könnt ihr demnächst, gibt es ein Modul für den ersten und den zweiten Teil, da könnt ihr das Original spielen, nachspielen quasi. Und jetzt kommt halt das Remake. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt ist für die Evercade. Wahrscheinlich nicht so, waren die nicht so von begeistert. Denn ja, wenn man die Möglichkeit hat, und die meisten von euch haben ja eine PlayStation. Ich weiß gar nicht so genau, ob es auch für die Xbox kommt. Aber ich meine ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Egal, jedenfalls wird sich dann ja wohl kaum einer das Original holen. Es sei denn, das ist totaler Freak irgendwie. Hat mich ein bisschen gewundert. Ja, ansonsten, Showcase war für mich okay, war jetzt nicht überragend. Ich habe mir jetzt leider keinen Zettel gemacht, ich weiß nicht genau noch, was alles so war. Ich kann mich noch daran erinnern, dass halt doch einige Titel für die PlayStation VR angekündigt werden, was ich sehr gut finde. Also, wie gesagt, Sony hat trotz allen Unrufen die VR-Sache nicht in den, quasi schon abgeschrieben, so, das wollte ich sagen. Nee, das wird weiterhin gefördert und das finde ich wiederum sehr gut. Ja, ansonsten, ja, es wurden halt, was ihr gerade schon noch gesehen habt, die Spiele nochmal gezeigt, also eine Auswahl von Spielen, die enhanced sind für die PlayStation 5 Pro. Ja, ich muss zugeben, die Original, also die, da ist schon die Ursprungsversion ist jetzt nicht viel schlechter als das, was für die Pro gezeigt wurde. Das stimmt schon, aber andererseits, ja, mein Gott, wenn halt das wirklich in 60 FPS. Ich muss sagen, früher ist mir das nie aufgefallen. Wir hatten immer 30 FPS auch gereicht irgendwie, bis ich dann irgendwann mal. Ich hatte ja auch mal Stadia gehabt, für diejenigen, die es noch nicht wussten. Und da habe ich Destiny mal in 60 FPS gespielt. Das war da möglich, ohne großen Abzug von Grafik. Und ich hatte wirklich ganz gute Grafik, also ohne ja, so Abstrich-Artefakte und so weiter. Und ich muss sagen, das war so ein bisschen der Eye-Opener. Also das hat mich doch gewundert, wie gut das doch sich spielen lässt, wenn es so flüssig daherkommt irgendwie. Und deswegen ist das für mich jetzt ein Grund, oder ein Grund irgendwie, mir die PlayStation 5 nochmal zu holen. Und der Trailer hat mir halt gezeigt, ja, okay, ist vielleicht, also, ne, ihr merkt, ich hadere immer noch, aber ja, ich werde es mir wahrscheinlich holen. Wie gesagt, vorbestellt ist das Studieren, kann ich es immer noch. Ich bin kein Scalper oder so, das gleich mal auszuschließen. Also, falls ich sie mir hole und ich mir das dann doch, und die ist dann halt hier, und ich dann sage, ach nee, ich kaufe es jetzt noch, dann würde ich sie zum ganz normalen Preis bei eBay auch verkaufen, zusätzlich plus Versand natürlich, aber ansonsten würde ich da keinen Aufschlag. Also so ein Arsch bin ich nicht und ich hasse solche Leute auch. Das nur mal vorab. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht weiter zu sagen. Es war relativ kurz, es gab noch Dragon Age, glaube ich, oder war das auf der Xbox? Egal, Dragon Age, das habe ich auch vorbestellt. Finde ich sehr geil, sieht cool aus, wobei ich jetzt, dieser längere Trailer, der hat mich dann doch so ein bisschen, ja, da die Grafik sah jetzt doch nicht so geil aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, BioWare, das muss man, viel vergessen hast, BioWare ist kein riesiges Studio, also so viele Leute haben die auch nicht mehr. Nach dem Anthem-Desaster haben die sehr viele Leute entlassen müssen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich drauf, das wäre das nächste Spiel, worauf ich mich sehr freue. Ja, und dann, genau, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Und ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut oder sehr große Hoffnung gemacht, wie die Xbox-Sparte von Microsoft jetzt darauf reagiert. Und ich muss sagen, das hat mich doch sehr enttäuscht. Das war, ich meine, klar, das war ja auf Tokyo Game Show, auf dieser Messe da, die japanische Gamescom, sage ich jetzt mal, und da ist natürlich das zugeschnitten auf das japanische Publikum, beziehungsweise für die Menschen halt diese japanischen Dinger halt gerne spielt. Ich bin da kein großer Freund von die JRPGs, das wurde ja ausführlich vorgestellt, dass halt diese ganze Mana-Reihe, die ja mittlerweile auch im Game Pass drin ist, alle, weiß ich gar nicht, aber zumindest 3-4 Teile und dann noch so ein anderes japanisches Ding, Help for Life, glaube ich, hieß das oder so, ja, ist eine schöne Idee für die Leute, die auf sowas Bock haben. Ich bin da absolut ganz weit weg von, auch wenn ich vor ein paar Wochen hier mal erzählt habe, dass ich Visions of Mana sehr gut fand. Ich habe da die Demo gespielt und ich habe euch erzählt, wie schwierig das ist, das Spiel zu bekommen. Mittlerweile habe ich es, das erzähle ich aber später nochmal in einer Pickup-Folge rüber. Ja, aber ansonsten, das ist auch ein bisschen moderner, würde ich mal sagen. Aber wer aus dieser alten JRPGs steht irgendwie, ja, viel Spaß dabei, lasst euch da nicht den Spaß verderben, aber ich bin halt kein Freund von. Ansonsten, ich hätte mich gefreut, wenn Microsoft darauf reagierte, hätte jetzt vielleicht nicht eine Pro rausschmeißt, irgendwie, das hatten sie ja nicht vor, das haben sie schon im Vorfeld gesagt, aber
ja, ein Handheld. Der ist ja die ganze Zeit so ein bisschen auch im Gespräch. Da ist ja auch, ich meine, ist eigentlich fast ein offenes Geheimnis. Phil Spencer hat ja schon darüber gesprochen, dass er sowas ganz cool finden würde. Und ich gehe mal davon aus, dass Microsoft daran arbeitet. Klar, die hätten jetzt vielleicht noch nicht so ein Prototyp zeigen können, aber vielleicht mal ein paar Bilder. Das hätte ich ganz cool gefunden, aber nein, war nichts. Ansonsten war halt, was haben sie gezeigt? Indiana Jones zum 20. Mal, zum 10. Mal, ich will es nicht übertreiben. Ist sicherlich ganz cool so, wer da Bock drauf hat. Ich bin da nicht so, ich meine, Indiana Jones, ja, ist cool so, aber dieses Ego-Perspektive, da hätte ich es doch besser gefunden. In Third Person, weil man will ja Indiana Jones auch sehen, so, okay. Aber da will ich gar nicht drüber, das ist Geschmackssache, ne? Der eine mag halt lieber diese Ansicht, der andere lieber das, das ist in Ordnung, aber ja, Microsoft hat irgendwie verpasst, was ganz Neues. Okay, wie gesagt, also die Japano-Sachen irgendwie alle gezeigt, ganz cool. Das war ja auch neu irgendwie, aber das sind keine neuen Spiele, das sind alte Sachen. Um jetzt wirklich mal ein Statement zu bringen, haben sie irgendwie verpasst. Leider gar keine Hardware. Vielleicht sehen wir das jetzt am Ende des Jahres bei diesen Game Awards. Müssen wir mal gucken. Ansonsten war ich doch ein bisschen enttäuscht. Also ich bin jetzt nicht so enttäuscht, dass ich nie wieder Microsoft anfasse und so weiter. Ihr dürft auch nicht denken, dass das jetzt hier ein reiner PlayStation-Kanal wird. Das wird auch kein Xbox-Kanal oder Nintendo-Kanal. Es bleibt so kunterbunt, wie es jetzt hier ist. Aber ich möchte trotzdem kurz kundtun, dass ich da gesehen habe, dass da doch vielleicht Microsoft eine verpasste Chance hatte irgendwie. Also das fand ich schon, man hätte ein bisschen was zeigen, oder vielleicht nicht zeigen können, aber ankündigen. Einfach so nicht sagen, einen Trailer, okay, aber dann hätte man gesehen, okay, die arbeiten in etwas, so war es denn doch leider, leider ein bisschen enttäuschend für mich. Natürlich nicht für die Leute, die jetzt nur eine Xbox zum Beispiel besitzen und darauf unbedingt die JRPGs zocken wollen. So. Ja, ich möchte mich nicht andauernd wiederholen. Das war's erstmal. In 2 Wochen gibt's eine Pickup-Folge und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende noch und macht's gut. Ciao.